Ich weiß nicht, wie lange ich in diesem dunklen Raum festsaß. Doch eines Tages änderte sich alles. Kein Haferbrei mehr? Was hat er da? Ist das eine Unterhose? Unterhose! Unterhose! Die fürchterlichen Kobolde wollten, dass ich für sie arbeitete. Was? Und ich musste gehorchen. Was für ein Elend. Das ist noch schlimmer als Gefangenschaft. Diese Monster. Widerlich. Ich arbeite doch nicht. Was fällt Ihnen denn ein? Ich bleibe jetzt hier in der Zelle und mache genau was? Hier kann man eh nichts machen. So, haben wir den Schlüpper bekommen? Es ist ein Putzlumpen, sieht aber aus wie ein Schlüpper. Man kann ja auch alte Schlüpper als Putzlumpen gebrauchen. Was ist das denn da? Eine Piepshow? Wenn Herr von Schling gefangen war, hatte ich keine Chance. Oh weh. Drei Herzen und ein Totenkopf. Ein grüner Totenkopf habe ich meistens vergiftet. Kann der, müssen wir, hä, warum hat er drei Herzen? Müssen wir später kämpfen? Hier oben ist ein Spinnennetz. Ey, du Frömpel. Ich verstand kein Koboldisch. Aber sie wollten wohl, dass ich die ganzen Netze entfernte. Ich bin doch nicht Günther Netzer. Okay, Entschuldigung, ich höre schon auf mit den schlechten Witzen. Weniger Witze, mehr Wischen. Okay, wir müssen dem jetzt nicht unbedingt folgen, oder? Ich nehme an, wir sollten wahrscheinlich nicht das hier tun. Ratte mal, wer stirbt? Ernsthaft. Ratte mal, wer stirbt? Das ist... Ich würde der Ratten nicht mehr solche Scherze zu machen, alter Mann. Könnte nach hinten losgehen. Okay, wir schleichen uns hier mal ein bisschen voran. Wo kommen wir denn hier lang? Dürfen wir hier denn lang? Hm? Huch. Wo sind wir denn hier? Ah, ein köstlich Wässerchen. Hier haben wir eine Hexenbrücke, eine Lebkuchenmannbrücke und eine, was ist das links, eine Werwolfbrücke, glaube ich. Wenn ich etwas mehr Kraft hätte, würde ich es schaffen. Zwei Steine, okay. Zwei Steine, ist das immer die Kraftanzeige? Zwei Steine für volle Kraft, ein Stein für nicht ganz so volle Kraft? Wenn ich etwas mehr Kraft hätte, würde ich es schaffen. Ja, das dachte ich mir schon. Zwei Steine hängen da rum. So, mal gucken. Wenty? Graham, seid ihr das? Oh, sieh an, unser Lieblingsspross ist zu einer königlichen Bohne gereift. Wir sind fertig für die Rettung, Freund. Eher nicht. Im Moment bin ich nur ein Bote für Kobolde. Wie kommt ihr denn hierher? Kein Schimmer. Wir alle nicht. Ich erinnere mich noch, dass ich eine Gurken-Eiscremetorte für Bramble gemacht habe. Oh, hallo, Graham. Ich würde ja aufstehen und euch begrüßen, aber ich bin zu müde. Oh, ruh dich aus, Honigkuchen. Ich versuche leise zu sein. Graham, Bramble, es geht dir nicht gut. Sie braucht unbedingt Medizin. Der Haferbrei hat geholfen, aber sie bringen uns nichts mehr. Ja, die Quelle ist wohl versiegt. Wunderbar. Einfach toll. Wollen Sie uns verhungern lassen, wenn ich die in die Finger kriege? Diese kleinen... Wenty! Oh, entschuldige, Butterblume. Schlaf du nur weiter. Es ist nur...
Hier unten könnte ich glatt mein Mitgefühl verlieren, wisst ihr? Wenn ihr Medizin findet, bringt sie uns bitte. Oh. Ihr könnt wohl auch einen Happen vertragen. Ach, an diesen Knochen ist vorerst noch genug Liebe dran. Danke. Ich tue, was ich kann. Also sie ist krank und er hungrig? Was wollt ihr? Ich wollte nur mal reden. Kann ich mich in eurer Zelle umsehen? Ja, komm, wir kommen doch eh nicht rein. Wie geht es ihr? Es ist schlimmer geworden, fürchte ich. Auch wieder der grüne Totenkopf. Sind die alle krank hier? Also, was ist der Plan? Medizin, bitte Medizin. Okay, wir brauchen Medizin. Kann ich mich in eurer Zelle umsehen? Ich bin zu hungrig zum Fragen beantworten. Ja, ja, ich weiß doch. Ich wollte nur mal ganz kurz, was haben wir denn da? Warum geben sie euch Kochzubehör? Ach, ich frage mich, ob wir von Aufsehern oder unfähigen Zoowärtern bewacht werden. Na, so schwach klingt die Dame, aber nicht aus dem... Er kann doch die Fragen beantworten. Sie muss das doch gar nicht machen. Hier ist ein schöner Ofen. Ist das ein Ofen? Mit etwas Holz wäre es wohl einer. Ja, kein... Ja, dass sie jetzt so schnippisch ist. Aber die waren vorher auch ganz lieb, beide. Haben ja geheiratet im ersten Teil. Und jetzt sehen die beide nicht sehr glücklich aus. Und er vor allen Dingen macht sich natürlich große, große Sorgen. Bis dann. Die drei Sternchen, das sind die beiden hier, ne? Die drei Sternchen mit dem... mit der Vergiftung. Ich glaube, das sind nicht wir. Da hinten sind Spinnenweben. Ich gehe deswegen erstmal hier lang. Wir sehen jetzt auch nicht mehr mega fit aus, aber wir können uns zumindest noch einigermaßen schnell bewegen. Was ist das hier? Oh, ein riesiger Pilz! Und da liegt was drauf! Es ist... eine Autogrammkarte von Andreas Elsholz. Ich sehe es sofort. Okay, hier können wir momentan an dem Pilz, hier können wir noch nichts machen, oder? Hier mit? Wieso putzen? Ja. Das sagt ihr auch immer bei ihren Zähnen. Den schwarzen, fauligen, alten Rankelrüben. Hier können wir nichts machen. Na, dann gehen wir mal. Huch. Noch ein Gefängnis. Einer mit einer Goldmünze, einer mit einer Kochmütze. Und sieh mal an, wen wir da haben. Schön, euch hier zu sehen. Na du? Amaya, euch haben sie auch entführt? Entführt? Nein. Ich bin Wentys Mädchenschrein auf der Suche nach meiner Matratze gefolgt. Hm. Ich habe 30 erwischt, dann ging dem Brösler der Saft aus. Keine Chance, jetzt bin ich hier. Wenigstens habt ihr jetzt euer Bett zurück. Ja, diese kleinen Felshirne scheinen sich für komisch zu halten. Lach mich ja nicht aus, sonst bist du gleich dran. Also, seid ihr bereit, hier abzuhauen? Vielleicht, mit eurer Hilfe. Sucht mir eine Klinge und haltet mich fit. Okay. Hallo. Frage ist, wie fit bist du denn? Wie fühlt ihr euch? Ich fühle mich gut. Fragt sich, wie lange? Okay, die brauchen auf jeden Fall zu essen. Und ich habe das Gefühl... Irgendwas hat die gerade geflimmert. Und ich habe das Gefühl... Müssen wir die jetzt immer ernähren irgendwie? Oder was? Oder wie? Oder warum? Oder wer? Also, was ist der Plan? Findet eine Klinge. Diesen Winzlingen werde ich es zeigen. Okay, das hat schon wieder geflimmert. Kann ich mich in eurer Zelle umsehen? Wenn es sein muss. Hallo? Ich kann hier gerade nichts machen und Graham ist gerade verschwunden. Ich glaube, das ist das Close-Up, was da so flimmert. Und wir können es jetzt nicht benutzen, das Close-Up, weil es nicht kommt. Jetzt sind wir wieder da. Okay, pass auf. Kann ich mich in eurer Zelle umsehen? Wenn es sein muss. Flimmer! Da war gerade kurz ein Close-Up und jetzt ist hier gar nichts mehr. Juhu, lalalalalala. Ich hoffe, das ist jetzt nicht buggy. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Okay, wenn ich jetzt nochmal... Hallo. Ich probiere nochmal. Kann ich mich in eurer Zelle umsehen? Wenn es sein muss. Nein, geht nicht. Wiedersehen. Oh. Denkt dran. Beintraining gibt's auch im Gefängnis. Don't skip leg day. Okay. Hau, hau, hau. Ich glaube, hier fehlen irgendwie die Schwischenschäden. Ich gehe nochmal raus und nochmal rein. Irgendwas scheint da gerade... Ich hoffe, das geht. Sonst hätten wir echt ein Problem. Ich glaube, sonst können wir es nicht durchspielen, oder? Oh, du bist die da. Was? Achso, ah, guck mal, jetzt sind wir auch näher dran. Hau, hau, hau! Hau. Okay, also nochmal. Hallo. Na du? Hier. Kann ich mich in eurer Zelle umsehen? Wenn's sein muss. Jetzt sieht's auch richtig aus. Na, siehst du mal. Guck mal, so geht's. Ein hübsches Bett. Ich habe hier unten so viele Betten gesehen. Ein Wunder, dass sie sich an meins erinnert haben. Und vor allem, warum geben sie denn ihr eigenes Bett? Das verstehe ich nicht ganz. Wir haben so eine Pritsche. Oh, was ist das denn? Was ist nur los mit dem Kerl? Sie scheinen den tiefen, rauchigen Klang meiner Stimme zu mögen. Vielleicht können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Bitte nicht.
Doch, natürlich. Was ist mit ihm? Dieser Kobold ist eine Spaßbremse, oder? Ja, solange der da ist, haben wir nichts zu lachen. Okay, wir brauchen also ein Schwert für die Dame. Da ist noch ein Schloss, das können wir nicht besprechen. Umdrehen, großartig. Ich hab da... Ah, die Münze. Da oben sehe ich wieder ein Spinnennetz. Sonst ist hier ja nichts. Da oben ist auch nichts. Ne, hier ist nix. Ein Bett und die beiden Kasperköppe da. Wiedersehen. Denkt dran. Beintraining gibt's auch ja, im Gefängnis. Ja, 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 das wissen wir doch schon längst. Soll ich das jetzt wegmachen hier oder soll ich... ich mach das mal später weg. Ich weiß nämlich nicht genau, was passiert, wenn wir die Dinger wegmachen, ob wir dann vielleicht noch, ob da noch irgendwas passiert, ob es uns noch zum Nachteil gereicht, ob wir dann vielleicht wieder, wenn wir alle wegmachen, ob wir dann überhaupt noch hier frei rumlaufen dürfen. Was war's denn gerade? Oh, der sinnierende Graham. Der Raum dreht sich wieder. Mann, Mann. Guck mal, das ist wieder ein Spinnennetz. Lass dich hängen, ist mir egal. So, was haben wir denn? Hallo, ist das ein Pony? Nanü? Was nistete dort unten? Eine Goldmünze. Wieso dort unten? Das ist dort oben. Warum denn dort unten? Eine Goldmünze. So viel wissen wir schon mal. Das ist schön. Und wer wird hier gefangen gehalten? Junge! Ach, bist du das? Oh. Er ist jetzt kein Junge mehr, Chester. Er ist König. Ja, Königsjung. Klingt irgendwie nett. Mhm. Oh, das stimmt. Wie können wir helfen? Die Frage ist, wie kann ich euch helfen? Oh, vergib, Chester. Sein Blutzuckerspiegel. Ihr habt nicht zufällig Snacks in eurer Krone? Schön wär's. Wenn doch, dann lasst es uns wissen. Wir haben an etwas gearbeitet, damit diese Wurzeln verschwinden. Aber Chester kennt die Zutaten nicht mehr. Hallo, kleiner Froschfreund. Was darf ich deinen Rücken kosten? Es soll sich auch für dich lohnen. Beeilt euch besser. Chester wird so seltsam, wenn er nichts isst. Pfuh, alter Mann, du Schäbiger. Also erstmal... Wie fühlt ihr euch? Ich könnte mich besser fühlen. Okay, aber da fehlt der Totenkopf oben. Den geht's also nicht. Die sind nicht vergiftet oder so. Hier? Wie ist der Plan? Erst müssen wir was essen. Dann können wir was ausklügeln. Okay. Kann ich mich in eurer Zelle umsehen? Klar! Okay, was haben wir denn hier Schönes? Was ist denn das da? Ist das ein Gefängnis oder ein Museum? Irgendjemand muss diesen Koboldhortern Einhalt gebieten. Mhm. Und was ist dieses da? Was? Pilzblätter? Was war das andere? Eine Fliege? Pilzblätter haben wir schon. Eine Fliege fehlt noch. Und dann kann man... Was? Dann kann man Sachen wachsen lassen. Okay, wir brauchen noch Fliegen. Keine Ahnung, wo wir die herkriegen. Was ist das da hinten? Schrumpeliges? Ist das eine Schokonuss? Schön wär's. Was es auch war, es ist verfault und hohl. Kann ich es haben? Ja, offenbar nicht. Was ist das? Was soll der Stumpf? Wir haben ihn zu einem behelfsmäßigen Kessel umfunktioniert. Okay. Können wir hier wieder... Da können wir ja nicht. Der Boden ist sehr schön. Da ist... Da ist irgendwas. Hier ist nichts. Okay, ciao. Bis demnächst. Gute Nacht, Sire. Schlaft schön. Hier ist... Ah, das ist das Schloss. Okay. Ein großes Metallschloss prangte an der Käfigtür. Hm. Na gut. So soll es denn prangen. Und ein Spinnennetz. Wir werden die Spinnennetze später wegmachen. Jetzt erstmal schlurfen wir hier schlierend durch schnabulöse Schnaftereien. Ich habe keine Ahnung, was ich hier rede. Durch diverse Gänglichkeiten. So, hier vorne war die Treppe. Hier vorne war die Treppe. Erstmal ein bisschen dahin torkeln. Nein, ich wollte das Lebkuchenschild. Oh, wenn ich etwas mehr Kraft hätte. Ja, wenn du etwas mehr Kraft hättest, dann würdest du ins Fitnesscenter gehen. Wo sind denn diese Wasserschalen eigentlich gut? Die bringen jetzt offenbar nicht irgendwie Kraft oder so, ne? Nee, die bringen uns keine... Ich verstand kein Koboldisch. Aber sie wollten wohl, dass ich die ganzen Netze entfernte.
Okay, wir kommen also gar nicht erst zurück zur Treppe. Na, großartigst. Was können wir denn dann... Ja, dann müssen wir jetzt die Netze entfernen, oder wie? Fangen wir mal links an. Das ist ja nicht so gut. Da oben die Autogrammkarte. Ich weiß noch nicht genau, wie wir die kriegen sollen. Gut, wir können ja momentan eh nichts anderes machen. Putzlumpen. Das ist falsch. Ah, wir sind ein bisschen zu weit. Und weg ist das Netz. Wieso kümmern die sich eigentlich darum, wie es hier aussieht? Okay, mit dem kann man nichts anfangen. Der Koch steht auf sie. Den dann müssen wir loswerden mit der Münze. Und ich will die Münze haben. Ich weiß nicht warum, aber ich will die Münze haben. Und das ist schon die zweite Münze, die wir gesehen haben. Die andere Münze ist ja da oben auf diesem Vorsprung, wo ich auch nicht weiß. Gehen wir jetzt schluffiger? Ich habe das Gefühl, wir gehen schluffiger. Liegt das daran, dass wir das Spinnennetz entfernt haben? Müssen wir jeden Tag welche entfernen? Huch, nein, ich wollte nicht. Hallo? Der alte Schluffi, okay. Weg damit. Wo kriegen wir denn jetzt Medizin her und sowas? Oder eine Fliege? Oder wie kommen wir da oben ran? Wir haben nichts, ne? Wir haben nur diesen blöden Putzlumpen. Ich vermute mal, das wird hier auch nicht klappen. Pass auf, ich probiere mal was. Klappt nicht. Wieso putzen? Es wird ja doch wieder schmutzig. Ja, das stimmt. Deswegen dusche ich auch nie. Ist mir einfach zu aufwendig. Ich bin da sowieso 4 Tage später, fängt es wieder an zu stinken. Macht auch gar keinen Sinn. So, hier können wir wieder was trinken. Oder? Es gibt heute zu wenig von den Guten. Wie meinst du das? Alle sind gegen dies oder das. Oder sie rächen sich. Warum können nicht alle zufrieden sein? Vielleicht muss Wenty sie alle mal umarmen. Ja, warum nicht? Eigentlich müsste man sich mehr umarmen. Das ist gar nicht mal so unwahr. Putzlumpen, kann man den auswaschen? Wieso putzen? Ja, ich will doch den Putzlumpen auswaschen, das kennst du natürlich gar nicht. Okay, hier haben wir das letzte Spinnennetz. Ich weiß sonst echt nicht, was ich machen soll. Aber vielleicht kriegen wir dafür was, vielleicht bringt das ja irgendwas. Hallo, wie komme ich denn zum Spinnennetz? Hä? Ich kann das gar nicht weg... Ah, von hier hinten. Natürlich, klar. Ach, das ist im Vordergrund. Optische Illusion. So. Ja, okay. Wir haben ein klebriges Spinnennetz bekommen. Das ist ja ganz fantasterös. Aber was können wir damit machen? Essen können wir damit nichts. Vielleicht kriegen wir die Münze darunter. Blöp. Taumel. Münze? Ich weiß nicht so recht. Ja, du musst das nicht wissen. Ich erzähle dir die Geschichte. Also der alte Graham erzählt die Geschichte. Der muss das wissen. So. Tja, was machen wir mit dem Spinnennetz? So ein bisschen Spider-Man-Action? Können wir vielleicht die Münze wegschnappen? Aber das... Hast du eine Medizin gefunden? Ja, das Spinnennetz ist leider keine Medizin. Hier vielleicht? Was mit dem Spinnennetz? Ich weiß nicht, wo der Schnauze. Hallo Familienspiel. So, können wir vielleicht bei ihm hier irgendwas mit dem Spinnennetz erreichen? Ich stell mich mal hinter ihn. Echt? Das hast du hoffentlich besser genutzt. Ich wollte ja gar nicht das Schloss. Da ist das Schloss im Vordergrund. Ich wollte ja ihn. Jetzt ist er im Vordergrund. Ja, ich höre immer noch zu. Das klappt niemals. Oh, kannst du nicht mal deine 9-mal kluge? Das ist ja... Ja, du hast recht. Das klappt nicht. Doof. Für sie brauchen wir ein Schwert. Wir brauchen Medizin. Wir brauchen... Und vor allem, wenn wir 2 Kranke haben, brauchen wir eigentlich auch 2 Medizin. Ne, also die Ziege unten. Hat er auch diesen komischen grünen Totenkopf? Wie es jetzt dem Bäcker geht, weiß ich gar nicht so recht, ne? Wir konnten nur sie checken. Was? Sir. Wie geht es ihr? Es ist schlimmer geworden, fürchte ich. Scheiße. 3 Herzen hat sie noch. Was mit ihm ist, wissen wir ja gar nicht. Ciao. Ciao. Schön. Ich bin so krank. Ciao. Da kommen wir... Ah, nee, wir kommen jetzt durch, oder?
Hier können wir sowieso gar nichts machen. Huch. Ich sollte ins Bett gehen, wenn meine Arbeit erledigt war. Mist. Okay, wir wurden gerade unliebsam ins Bett geschickt. Ich war wirklich ziemlich mitgenommen. Und ich nehme mal an, es gibt nichts mehr zu essen. Kein Haferbrei mehr? Kein Haferbrei mehr. Der Eimer ist auch weg. Menü. Können wir da vielleicht das Spinnennetz runterschangeln lassen? Echt? Ja, oh Mann, blöde Kuh. Ich wollte mit dem Spinnennetz da runter, vielleicht hätte man eine Münze rauszaubern können aus dem Gulli. Hat man ja früher so gemacht, Münzen aus dem Gulli sammeln. Ja, ja. So, als man ganz klein war. Mit so einem Stock und einem Kaugummi. Hat gut geklappt, wenn da mal was war. So, hier kann man nichts essen. Immerhin kann ich etwas Würde bewahren und an einem Tisch speisen. Gut, Würde hat damit jetzt nicht viel zu tun. Kann man hier vielleicht... Ich war zwar hungrig, aber so verzweifelt auch wieder nicht. Okay, also kein Spinnennetz essen. Komisch, ist merkwürdig. Na gut, wie geht's denn dir, kleiner Freund? Ja, geht so gut. Ich mag die, ich weiß nicht warum. Na gut, wir können offenbar nur schlafen. Ich überlege gerade, weißt du, was ich mal eben mache? Ich bin mir nämlich unsicher, wie es jetzt weitergeht. Wir haben überall diese Herzanzeigen und ich muss zugeben, bei einigen verschwinden die Herzen ja auch, einige sind vergiftet, wie wir gesehen haben. Und ich habe Angst, dass es möglich ist, dass Leute hier sterben. Dass Leute hier wegen uns sterben. Wir in uns an Kapitel 1, da ist auch schon jemand gestorben, eigentlich wegen uns. Und ich, ehrlich gesagt, ich will das nicht. Ich will alles versuchen, das zu verhindern. Ich gehe deswegen mal ganz kurz hier ins Hauptmenü. Pass auf, ich zeig mal, ist vielleicht ein Trick, ich weiß es nicht, fiel mir gerade ein. Ja, das mache ich mal gerade eben. So sieht das Hauptmenü aus. Da ist mein Spielstand. Habe ich vorher noch ein Backup gemacht, das ist der alte Spielstand hier auf Speicherplatz 2 und das ist mein Hauptspielstand. 100% von Kapitel 1 haben wir und 20% von Kapitel 2 ist noch nicht so viel. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich kopiere den mal und zwar hier auf 4. Da habe ich noch einen aus dem Juli, den brauche ich eh nicht mehr. Wählen, überschreiben, Speicherplatz 4 mit Gronkh. Ja, mach das mal. So, der hier ist immer noch aktiv, aber ich habe ein Backup gemacht vom jetzigen Spielstand. 5.25 Uhr morgens. Ja, hallo Biorhythmus. So, und jetzt spielen wir einfach weiter. Stein oder nicht Stein, fortsetzen.